Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, Leute. Das ist ein kleiner Stream-Ausschnitt aus meinem Livestream. Und zwar haben wir das Spiel Entweder-Oder gespielt. Wenn ihr den Livestream verpasst habt, kein Problem. Montag um 22 Uhr bin ich wieder live, so wie jeden Montag. Checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab und dann kommt ihr auch zu meinem Twitch-Kanal. Viel Spaß mit dem Video, euer Mutschau. Mutter oder große Liebe mit Kind? Boah, ich würde ganz ehrlich Mutter. Also Mutter aus dem Grund, weil, hört jetzt blöd an, aber für mich ist meine Mutter, steht über alles. Natürlich an erster Stelle Allah, aber meine Mutter, ich würde für sie alles machen. Alles aufgeben, alles Mögliche, weil ein Partner, dem du ein Kind machen kannst, findest du. Aber eine zweite Mutter findest du nicht. Lange Haare oder kurze Haare? Also ich habe jetzt lange Haare, ne? Aber das Ding ist halt, ich bin fest davon überzeugt, dass mir auch kurze Haare stehen, aber ich finde jetzt gerade lange Haare nicht passender zu mir. Baby oder dein Hund? Baby. Also guck mal, ihr müsst euch das so überlegen. Ich habe ja noch einen Hund, Pablo, aber es ist im Endeffekt noch ein Hund. Es ist ein Hund, es ist ein Tier. Also ich finde, ein Baby hat mehr Wert als ein Hunde. Baby oder ein Hund. Beides sind Lebewesen, ja, na klar, aber ein Mensch ist nicht gleichzusetzen mit einem Tier. Ein Mensch ist nicht gleichzusetzen mit einem Hund. Entweder du löschst deinen TikTok-Kanal oder deinen YouTube-Kanal. Boah, okay, das ist eine sehr gute Frage. Entweder ich lösche meinen YouTube-Kanal oder meinen TikTok-Kanal. Guck mal, das Ding ist halt, YouTube gebe ich erst seit ungefähr 5 Monaten richtig Gas, ne? Seit 3 Jahren mache ich schon YouTube, aber seit 5 Monaten gebe ich halt richtig Gas, dass ich jede Woche mindestens 2 Videos poste. Ich würde eher TikTok löschen, weil aus dem Grund, ich finde, auf TikTok ist es viel leichter, Follower zu bekommen. Weil, überlegt euch das mal. Ich habe an einem Tag, mehr als 20.000 Follower bekommen. Ein Tag. Eher auf TikTok verzichten, weil ich weiß, ey, ich weiß schon, was ich auf TikTok machen muss, um Follower zu bekommen. Ich würde YouTube niemand draufgeben. Bist du der warme Typ oder der kalte? Meinst du jetzt, was ich mehr mag? Also, ich mag mehr warm. Aber ich bin so ein Typ, mir ist immer kalt. Mir ist immer kalt, mir ist nie warm. Das Fenster ist nicht mal offen und ich friere schon. Bei Gott, ich friere. Ich zitter, ich muss kämpfen. Bei Gott, mir ist richtig kalt. Döner oder Lahmacun? Döner. Guck mal, für mich ist Lahmacun irgendwie nothing special. Also Lahmacun bin ich nicht so krass, weil ich habe zu Hause so oft Lahmacun gegessen. So, ich würde mir niemals draußen Lahmacun kaufen, ne? Niemals würde ich mir Lahmacuns draußen kaufen. Döner würde ich mir kaufen, also Döner auf jeden Fall. Unendlich Geld oder deine Mutter lebt unendlich? Das ist eine gute Frage, aber das heißt ja nicht, dass ich an unendlich lebe. Das heißt, meine Mutter wird dann leiden, weil welcher Mensch will unendlich leben? Ich würde dann eher sagen, unendlich Geld. Unendlich Geld. Also, ja, unendlich Geld. Ich würde nicht wollen, dass meine Mutter unendlich wird. Weil im Endeffekt, wenn sie irgendwann stirbt, es wird der Tag kommen und das ist einfach Fakt. Dazu werde ich dann auch irgendwann kommen. Irgendwann werden auch meine Kinder sterben. Irgendwann werden auch meine Enkelkinder sterben. Irgendwann werden auch die vierte Generation von Mutschau sterben. Hört sich traurig an, hört sich krass an, aber es ist halt so. Es wird jeder sterben eines Tages. Winter oder Sommer? Ich finde Sommer. Winter, dieses Jahr Winter war bei mir ehrlich komplett Katastrophe. Komplett Katastrophe. Winter war bei mir komplett Katastrophe. Ich hasse Winter. Ich hasse Kälte. Ich hasse Winter. Ehrlich, ich mag's im Bett warm zu chillen. Ne? Ich hasse Winter. Sommer ist gut, aber Sommer, ich schwitze viel. Im Sommer, ich schwitze viel, aber mir ist Schweiß viel lieber, als dass es mir kalt ist. Vollzeit-YouTuber sein oder normaler Beruf? Natürlich Vollzeit-YouTuber. Also da kann ich... Das ist ja das, was ich will. Ich will Vollzeit-YouTuber werden. Kind sein oder erwachsen sein? Boah, das Ding ist halt... Kind sein ist halt so, du hast nicht viele Möglichkeiten in dem Sinne, nicht selbstständig zu sein. Selbstständig, es wird über dich immer drauf geschaut, du musst dich benehmen, du kannst dich, oder, also, ihr wisst schon, was ich meine. Als Erwachsener hat man mehr Verantwortung. Als Kind darfst du Scheiße bauen, als Kind darfst du verkacken, als Erwachsener darfst du es nicht. Ja, ich sag mal so, als Erwachsener hast du mehr Verantwortung, aber auch mehr, du bist mehr selbstständig. Nee, ich würde lieber erwachsen sein. Lieber erwachsen. 5K-Abo auf YouTube oder Instagram? Boah, da bin ich vollkommen ehrlich, 5K eher auf YouTube haben, weil auf Instagram lege ich nicht so einen großen Wert auf Follower und Abos, dies und Likes und so weiter. Weil, keine Ahnung, so Instagram ist genau das gleiche Ding. Ich muss bei Instagram nur ein paar Beiträge von mir hervorheben, ein bisschen Geld zahlen, wöchentlich vielleicht 15 Euro oder so.
dann kriege ich schon meine Likes und meine Follower. Also YouTube will ich ehrlich, ich lege mein Wert auf YouTube. Ich kann Instagram, YouTube, TikTok löschen. Hauptsache, ich will YouTuber werden. E-Auto oder Verbrenner? Boah, ich kenne mich mit Autos gar nicht so aus, aber ich feiere irgendwie E-Autos mehr, weil die leise sind. Ich bin gar nicht so der Typ oder gar nicht so der Fan von lauten Autos. Ich mag es eher so ruhig, Autofahrt, auf der Autobahn. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Also, natürlich mit Kohlensäure. Ich trinke schon seitdem ich 5 Jahre alt bin Wasser mit Kohlensäure. Mein Magen ist schon so krass, ich kann Kohlensäure exen. Also eine ganze Flasche Saskia kann ich exen. Ihr wisst schon, welche ich meine. Haus oder Palast? Boah, ich würde eher Haus nehmen, weil Palast ist... Ich bin eher so ein Mensch, ich bin minimalistisch. Ich mag es nicht so groß. Wisst ihr, mir reicht schon ein kleines Zimmer zum Leben. Mir reicht schon ein kleines Auto zum Leben. Das ist alles so Luxus, was man nicht braucht. Entweder Haare oder Bart ab. Okay. Das Ding ist, ne, mein Bart wächst. Guck mal, dieser Bart, ne, den ihr hier seht, 1,5 Monate müsste der sein. Würde ich ihn so wachsen lassen von 0 bis jetzt, würde das 1,5 Monate dauern mit der Bart. Weil Haare lassen schon seit 3 Jahren wachsen. Auto oder Motorrad? Ich bin eher Autofan, weil ich mag keine Regen. Und wenn ich einmal Motorrad fahre und Regen kommt, ich hasse Regen. Bei Gott, ich hasse Regen, ich hasse Kälte. Ich will lieber zu Hause chillen vorm Kamin oder so. Würdest du gerne größer sein oder kleiner? Ich bin jetzt gerade 1,80 Meter, ne? Natürlich größer. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Größe. Strand oder Berge? Boah. Ich würde eher auf Strand setzen. Berge, ich mag zwar wandern und auch so die Sicht, ne? Aber ich mag auch mehr das Relaxen. Ich mag auch mehr dieses Liegen, dieses einfach, die Sonne soll auf dich knallen. Sowas mag ich viel mehr. Rap oder normale Musik? Ich höre normale Musik. Also ruhige Musik, R&B mehr. Drake, The Weeknd, Bryson Tiller, also man, vielleicht kennen viele von euch die gar nicht. Das ist einfach so eine Musikrichtung, die einfach ruhig ist. So einfach, finde ich, zum Chillen, zum Nachdenken viel besser. Wann kommt das Video dazu mit deiner Ex? Boah, das Ding ist halt, ich bin euch ehrlich, ich würde euch so gerne das erzählen, ne? Aber das Problem ist, wenn ich jetzt darüber rede, ich fühle mich einfach nicht bereit dazu, weil ich will erstmal was erreichen, ne? Ich will erstmal was erreichen und danach kann ich sagen, boah, dann kann ich den jetzt zeigen, ne? Dann kann ich den hier zeigen und sagen, boah, siehst du, guck, was aus mir geworden ist. Und dann kann ich richtig sagen, boah, du hast das verloren, hießen das. Die hat jetzt schon mich verloren, ne? Weil ich bin dir ganz offen und ehrlich, ich habe keine Scheiße gebaut oder so, aber... Aber das war das Ende mit diesem Video, Leute. Wenn euch das gefallen hat, bitte eine positive Bewertung dalassen. Und nicht vergessen, jeden Montag um 22 Uhr werde ich Livestream auf Twitch. 22 Uhr, der Link ist in der Beschreibung. Checkt den Link ab, geht drauf, folgt mir jetzt schon mal und nicht vergessen, 22 Uhr montags auf Twitch. Ich bin gespannt, ich freue mich schon, euren Namen zu lesen.